Ich habe die Daten analysiert, Hiro. Hier scheint es sehr viel Technologie zu geben, die nicht von den Invisimals stammt. Okay, das ist komisch. Und wo kommt das alles her? Keine Ahnung, Hiro. Und das macht mir Sorgen. Ja, und willkommen zurück zu Invisimals. Das verlorene Königreich auf der PS3. Ich bin Tomri von GamersPalace.de. Und wir gehen im nächsten Level mal. Umher. Und hier sieht man gar nicht, wo man hinläuft. Oh, so ein langer Stamm hier zum Balancieren. So. Aha. 500 Gegner vermutlich besiegt. Oder so. Immer hier die große Preisfrage, was das optionale und was der Pflichtteil ist. Das da drüben war das Optionale, das heißt, ich gehe mal wieder zurück, weil man dann hier oben rauskommt. Denn wir wollen ja natürlich nichts verpassen von dem Zeug hier. Ah. Ja, genau. Genau so sollte das natürlich nicht sein. Aber das hier will das Spiel ganz offensichtlich nicht, dass man hier wieder zurückgeht. Hier auch ganz schön. Mal gucken.
Ja. Das war's jetzt hier. Also das war nur so eine Küraufgabe hier. Nix, was man hätte machen müssen, aber eben wie immer zusätzliche Sammelobjekte und so weiter und so weiter. Trotzdem kann es jetzt sein, dass dieser Teleport uns jetzt direkt... Nö. Macht er nicht. Dachte, dass der uns jetzt direkt da oben rausbringt. Aber gut. Dann gehen wir jetzt eben doch wieder hier lang. Nein, oh Mann, ey. Jetzt aber das da drüben ist jetzt schon leer, ne? Ja. Gut. Doofes, nicht reagierendes Spiel manchmal. Ah, da hinten ist so eine Tür. Oh, da hat es ganz schön geleckt gerade. Ah, oh, wie ich das Spiel hasse. Ich bin gerade an der Ecke hängen geblieben. Und dann ging es natürlich nicht weiter. Wechsel mal zu Uzzolotl, der funktioniert immer ein bisschen ordentlicher. Den Sieger hast du dir verdient, Uzzolotl. Nach dem heftigen Kampf da. Da-dum, da-dum, da-dum. Dem Elan-Angriff kann ich dann doch ganz schnell. Mal gucken.
das hier jetzt heil schaffe. Oh, tatsächlich. Hoffentlich speichert das Spiel auch mal gleich irgendwann. Oh. Da muss man nur die Brücke wieder aufbauen. Uzlottl! Offen, aber das Spiel speichert tatsächlich. Irgendwie habe ich noch nichts gefunden, was zu dem anderen Teleport führt, ne? Vielleicht noch was übersehen. Geh mal kaputt. Komm mit den Gefallen. Gut. Wieder was zerstört. Weiß ich fast, obwohl das hier so kindgerecht eigentlich gemacht ist. Thank you.
den hier erstmal. Schön. So, da kaufen wir doch mal fix die restlichen Updates für ihn hier. Sie dürften theoretisch alle gewesen sein. Neko Suke! Mal gucken. Vielleicht habe ich auch noch was vergessen. Das sollte eigentlich die Trophäe auslösen. Ah, das tut sie irgendwie nicht. Bin ich mal gespannt, ob wir die noch kriegen. Mann, sie entkommen mir! Aber was wollten sie? Alte Invisible-Technologie? Wozu brauchen sie die? Was ist das? Ui. Zerstören? Mich? In dieser Jacke? Oje. Kampf mit Big Boss. Die muss man einfach nur wieder abfeiern. Ozelotl! Kann nur der Panda. Nur der kann. Yeah.
der Seite muss man angreifen. Langer Kampf hier. Cineastische Elemente hier. Ah, da ist jetzt also ein Kopfdruck schon entscheidend. Von der Erde. Das sind Roboter, keine Invisibles. Ja, das war Big Bot, der wohl mit fieseste Gegner im Spiel überhaupt. Da schreit er hier wie am Spieß. Gut gefangen. Ich konnte dich ja schlecht fallen lassen, oder? Und eine neue Flugsequenz kommt jetzt. Das ist Wahnsinn! Felsdrache! Hm? Ha, Felsdrache! Groß, stark und in der Lage, Krater in die Erde zu treten. So wie ich, wenn ich in Form bin. Felsdrachen wurden von Wissenschaftlern und Studenten auch auf dem Mond gesichtet. Ich sah sie das erste Mal auf einem Gipfel der Anden. Ich muss zugeben, dass diese außergewöhnliche Erfahrung sowohl mich als auch den Boden erzittern ließ. Es tut mir leid. Das Ding an meinem Arm erzählt mir immer was, wenn ich ein neues Invisible treffe. Muss es dazu denn so laut sein? Professor Dawson hat bestimmt keinen Lautstärkeregler. So, wo möchtest du hin? Außer nach unten. Den Kerlen hinterher, die gerade weg sind. Den Stahlwesen? Fiese kleine Kreaturen. Ja, das wird gehen. Festhalten! So, das kennen wir ja schon. Ah. So, mit Dreier ging das. Warte. Eins verpasst. Naja. Sehr spannend. Ich weiß, ob ich jetzt nicht ganz so stark, dass er schon verschwommen ist, aber
nicht so schlimm. So ein Spiel, das halt zeigt, das ist dass man unglaublich. Auch ohne tolle Grafik zumindest tolle Spiele machen kann. Oder zumindest tolle Level. Ja, das waren gleich drei Abschnitte in einem. Drei ziemlich coole Abschnitte. Die Stahlwesen, denen du folgst, versammeln sich hier. Es kommen noch mehr. Danke. Von hier aus kann ich sie weiterjagen. Dein Dank ist nicht nötig. Durch deine Taten bist du bereits jetzt ein ewiger Freund der Drachen. Wenn du uns brauchst, sind hier da. Gute Jagd, mein Freund! Ehrlich, Boss. Es sind Roboter von Extractor Industries, von der Erde. Hm, jetzt ergibt alles Sinn, Hiro. Extractor Industries verspricht der Welt unsichtbare Energie. Dazu stellen sie Invisible Energie. Aber die Invisibles, ihre Welt, alles besteht aus Energie. Sie werden alles zerstören. Das weiß ich, Hiro. Wir müssen herausfinden, wie Extractor die Energie herbringen will. Na, durch ein Schattentor. Man kann Energie nicht durch ein Schattentor transportieren, Hiro. Wie wollen Sie es also anstellen? Hm, ich dachte ganz kurz, ich wäre klüger als der Boss. Mal sehen, was ich rausfinde. Ich melde mich bald. Ja, ich melde mich auch bald. Mit dem nächsten Video zu Invisibles, das verlorene Königreich. Wir sind jetzt im Knochensumpf angekommen oder so. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.